Hallöchen, ihr Lieben. Ich wollte jetzt noch mal einen kleinen Nachtrag machen zu meinem letzten Video. Eine Zuschauerin hatte mich gefragt, ob ich noch mal diese, was waren das? Nadelgaragen waren es, genau. Zeigen kann, die ich von der Pro habe. Das werde ich gleich machen und ich versuche so gut wie möglich zu erklären, wie man zwei Bündchen auf einmal zusammenstrickt. Also ich habe jetzt gerade nichts da, wo ich es zeigen kann. Ich habe auch gerade nichts angeschlagen, also wo das auch so ist, aber ich versuche es einfach mal zu erklären. Und also ich habe das ja bei den Limonensocken gemacht. Und zwar, also ihr braucht zwei Nadelspiele. Ihr strickt zwei Bündchen in zwei verschiedenen Farben, also in die Farben, die ihr halt möchtet, auf jeden Fall. Dann stülpt ihr, wenn ihr die Bündchen fertig habt, also das eine Bündchen sollte aber ein paar Reihen Runden kürzer sein als das andere, dass ihr halt auch den Unterschied seht. Dann, wenn ihr fertig seid mit beiden Bündchen, stülpt ihr das kürzere Bündchen über das längere, so dass ihr einen schönen Übergang habt. Also, dass es so aussieht, wie als wären das zwei Socken oder halt zwei Bündchen. Und dann guckt ihr, dass bei den Nadeln von dem Nadelspiel, sei es jetzt Nadel 1, also es gibt ja Nadel 1, 2, 3 und 4. Ich erkläre es jetzt mal bei Nadel 1, dass also die beiden Nadeln wirklich parallel nebeneinander liegen. Und dann stecht ihr also mit der Nadel, mit der ihr abstrickt, stecht ihr in beide Maschen ein, sowohl in die vordere als auch in die hintere. Und dann strickt ihr beide Maschen rechts ab. Und dann das macht ihr dann so, und dann sind beide Bündchen miteinander verbunden. Ich versuche euch das jetzt mal irgendwie zu zeigen. Ich muss gerade mal schauen. Ich habe nämlich hier irgendwo mein 3 in 1 rumliegen. Da habe ich das nämlich auch gemacht bei dem 3 in 1. Ja. Nur, dass es da halt kein Rippenmuster ist. Da macht man das vom Prinzip her auch so. Und dann ist es so aneinander gestrickt. Da habe ich dann praktisch hier das Grün, das Rosa, aber das Grüne gezogen und dann einfach die immer rechts abgestrickt. Und das macht ihr mit allen vier Nadeln und dann habt ihr das verbunden. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklärt, sonst versuche ich es mal irgendwie euch zu zeigen. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare oder gerade die Zuschauerin, die mich gefragt hat. Da würde es mich interessieren, ob du es einigermaßen verstanden hast, auf jeden Fall. Ich bin da nicht so gut im Erklären. Ich wollte es mal versuchen. Jetzt zeige ich euch gleich noch die Nadelgarage. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier von Knit Pro diese DPN Tubes. Das zeige ich euch zuerst, erstmal ein ganz normales dabei. Da könnt ihr, glaube ich, die einzelnen Nadeln, also die fünfte Nadel zum Abstricken reintun. Und hier, ich muss jetzt mal ganz kurz hier mein Handy so ein bisschen, das seht ihr hier, da habt ihr dann so diese Rillen. Und dann hier, also ich habe jetzt gerade auch keine Socke da, aber dann könnt ihr hier so eure Socke reintun oder eure Stulpe, was ihr eben strickt. Und dann wird das praktisch so zugehalten. Das heißt, es fliegen keine Maschen raus. Und ja, das sind zwei Stück dabei. Dann das extra Ding für die Nadel. Und so könnt ihr zwei Sockenprojekte wunderbar, ja, also ihr könnt es für zwei Sockenprojekte benutzen, auf jeden Fall. Was habe ich für die bezahlt? Ich
glaube, 11 Euro müssten das gewesen sein. Also das geht, das ist völlig okay. So, und zum Abschluss wollte ich euch noch das Special zeigen, was ich jetzt dieses Jahr zum Disability Pride Month gefärbt habe. Und zwar ist da einmal ein 100 Gramm Strang dabei in Tencel, in dem Grau, und 5 Minis, also blau, grün, oder halt grün meliert, weiß, also ist ungefärbt, und rot und gelb. Und die gibt es jetzt bei mir im Shop. Und ja, der Disability Pride Month ist praktisch der Pride Month für die Menschen mit Behinderung. Dazu habe ich, glaube, letztes Jahr mal ein Video gemacht. Ich werde aber dazu wahrscheinlich auch noch mal was dazu machen. Auf Instagram findet ihr einen Post dazu. Und in den Highlights findet ihr dazu auch ein paar Infos, wenn euch das interessiert. Und ja, das Sockset könnt ihr jetzt käuflich bei mir im Shop erwerben. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss!